Was geht ab, meine lieben Freunde? Ion hier und sehr herzlich willkommen zum nächsten GTA San Andreas Let's Play. Ja, Freunde, ich bin jetzt direkt in der Mission mittendrin, statt nur dabei. Eieiei, es geht direkt los. Hier haben wir das letzte Mal ja aufgehört. Wir haben es nicht geschafft, unter 12 Minuten die 5 Motorräder hier zu besorgen. Wir haben jetzt schon einen Stern. Ich habe das erste Motorrad geschnappt. Diesmal müssen wir es unbedingt schneller machen. Letztes Mal, da haben uns wirklich nur Sekunden gefehlt, bis wir es geschafft haben. Das war ziemlich bitter gewesen. Und jetzt zeige ich euch einfach nur, wie ich die Motorräder klaue. Also nicht die komplette Fahrt, weil das habe ich euch ja schon letztes Mal fast alles gezeigt. Würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich da angekommen bin, Alter. Wir starten direkt diesmal mittendrin und nicht einfach nur dabei. Und da war schon auf Brille. Ja, Freunde, ich erzähle mal ein bisschen. Ich war heute noch mit ein paar Kollegen schön am Rhein gewesen hier. In Düsseldorf an der Stadt, habe auch ein paar Abonnenten getroffen, mit denen Fotos gemacht mit euch. War richtig chillig gewesen, war ein cooler Tag heute. Wetter war richtig krank, über 20 Grad hier in Düsseldorf. Da kamen richtig diese Summer-Feeling-Gefühle hoch. Und ja, heute ist wirklich der GTA-Tag, sage ich mal, weil vorhin kam mir noch nämlich... Ey, jetzt geht er so langsam rückwärts. Sag mal, willst du mich verarschen, Alter? Komm hoch mit der Scheiße. Okay, erstes Motorrad haben wir. Ja, guck mal, zeigt der Mittelfinger? Okay, besorge ein weiteres Motorrad für den Job. Verpiss dich! Ey, Digga, ist nicht dein Ernst, Alter. Jetzt fahren die mir alle weg vor der Nase hier. Jetzt kann ich mir so ein scheiß Auto schnappen. Kommen noch 4 Motorräder, 10 Minuten haben wir Zeit, Alter. Das heißt, wir haben für jedes Motorrad 2 Minuten und 30 Sekunden, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Mathematikprofi. Ey, der eine Stern ist ja schon fast weg. Wir müssen am besten gar nicht ballern, sondern direkt nur die Motorräder klauen. Bis gleich, Leute. Ey, Freunde, ich bin einfach mal euren Tipp nachgegangen. Ich soll nicht mehr ballern. Guck mal, ich baller nicht und... Ey, wir haben... Oha. Ey, chill mal, der muss runter. Digga, der muss runter. Verpiss dich! Ey, du willst mich verarschen, Alter. Hau den runter. Schön. So, ey. Guck mal, warum... Wir kriegen... Doch, jetzt haben wir wieder Bullen bekommen. Boah, hat mich fast runtergehauen. Wir müssen versuchen, dass wir keine 3 Sterne oder sowas bekommen. Wir müssen immer versuchen, das Bullenradar so weit wie möglich unten zu halten. Jetzt ist gerade ein Stern. Ein Stern ist nichts, Alter. Ein Stern ist echt nichts. Komm, müssen wir durchziehen, Mann. Bis gleich. So, Leute, da ist der Truck, Alter. Und hier sind tausende Autos. Verpisst euch mal mit euren scheiß Autos. Fahrt nicht mal so alt. Nee, diesmal klappt es auf jeden Fall richtig gut, Leute. Und ich bin nicht am Cheaten oder so. Falls einer denkt, ich bin hier am Cheaten oder so, ich mache sowas nicht. Ich schwöre es euch. Ich habe nicht die Bullen weggecheatet oder sowas. Ich bin einfach ganz normal vorsichtig gefahren. Ah ja, wir brauchen ein Auto. Oha. Habt ihr gesehen, was die für Bremsen haben, Alter? Die bremsen in 0,5 Sekunden. Bis gleich beim nächsten Motorrad. Ey, ich glaub's nicht, Leute. Der Bulle ist gerade wieder verschwunden. Wir haben einfach keine Sterne. Wie habe ich beim letzten Mal einfach 4 Sterne bekommen? Oh, ne, jetzt habe ich wieder einen überfahren. Jetzt habe ich wieder einen... Oh, ich habe doch gerade einen Stern. Und der ist sofort wieder weg. Ich check das nicht, Alter. Aber heute scheinen wir Glück zu haben, Leute. Heute ist mal eine Glücksfolge angesagt. Aber irgendwas wird hier noch passieren, Alter. 2 Motorräder. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Letztes Mal habe ich das nicht geschafft. Und jetzt sieht's einfach nur perfekt aus, Alter. Ich glaube es einfach nicht. Guck mal, Leute, das ist das nächste Motorrad. Die Bullen, die chillen einfach da. Guck mal, das war der Fehler. Guck mal, jetzt ballern die locker auf mich. Eieiei, die ballern wirklich auf mich. Aber guck mal, das bringt dir nichts. Immer noch ein Stern, das wird nicht mehr. Solange dieser Stern nicht mehr wird, ist das locker easy. Wir haben noch 7 Minuten. Ey, das ist... Ey, wir haben einfach so ein Glück heute, Mann. So muss man eine GTA-Folge anfangen. Ich glaube, wir haben heute so ein Glück, Freunde. Wisst ihr warum? Weil heute einfach der GTA-Tag ist. Vorhin kam noch GTA 5 online und jetzt kommt hier noch GTA. Also doppelt GTA, doppelt hält besser und jetzt leckt mir doch die Eier, Alter. Das ist das Ding, wir fahren das jetzt eben noch schön zusammen drauf. Guck mal, was ein Glück. Jetzt haben wir 6 verdammte Minuten für ein Motorrad. Da kann ich mir nebenbei noch einen von der Palme wedeln auf UGIS, Alter. So lange hat der GTA. Ich schwöre es, Freunde. Guck mal, ihr könnt mich... Ey, nein, chill, Emmo! Ey! Guck mal, der knallt das... Ey, wenn er mich jetzt verhaftet, Alter, ich schwöre es euch, verpiss dich! Wir haben jetzt... Okay, jetzt haben wir 2 Sterne auf einmal. Aber das ist scheißegal, Leute. Das ist sowas von scheißegal. Wir haben nämlich noch 5 Minuten. 5 Minuten mit der guten Ute, Alter. Junge, es ist geil, Mann. Es ist richtig geil, dass wir so ein Glück haben. Wir sehen uns gleich beim Motorrad wieder. Oh, jetzt wollen die Bullen ein bisschen ernst machen, aber leck mir einen Sack, Alter. Ich bin jetzt direkt auf der Autobahn. Da hinten ist der Truck. Und jetzt leckt mich doch alle am Sack. Und da ist der Truck. Und da ist der Truck. Wir haben es geschafft. Ey, Leute, das ist unfassbar. Diesmal so locker easy. Guckt euch die letzte Folge an, wie ich da am Schwitzen war, Alter. Sogar das war wie ein Blockbuster gewesen mit der Epic Music und so. Und jetzt packt man das einfach locker easy. 4 Motorräder einfach am Start. Es geht ja um den Raubüberfall. Okay, wir müssen die ganzen Sachen besorgen. Take care of those bikes. Now get out of here. And let's get out of here. Get the fuck out of here. Guck mal. Ey. Wir haben es geschafft, Leute, Alter. Ganz locker easy. Und jetzt sehen wir uns gleich bei der nächsten Mission wieder auf dem Dollarzeichen. Es geht nämlich momentan noch um den Raubüberfall, falls ihr es noch nicht wissen solltet. Wir sind gerade so dabei, die Sachen... Jetzt geht mein Controller aus. Immer im Let's Play geht der Controller aus. Heute auch schon bei GTA 5. So, Leute, die nächste...
Ja, Freunde, ihr habt euch mal gewünscht, dass der gute alte Öni ein bisschen mal im Casino hier Faxen macht, Alter. Dass wir ein bisschen zocken. Ich würde sagen, ich kann das hier ganz gut spielen hier. Das, wie heißt das nochmal? Roulette? Nee. Ja, es ist doch Roulette, aber die Tische sind nicht belegt. Wo sind meine 1000-Dollar-Chips hier, ihr Schweine? Wir müssen ein bisschen unser Geld vervielfachen. Wir haben momentan nur 5000. Blackjack kann ich nicht spielen, Alter. Hier wird gezockt. Da schließen wir uns mal direkt an. Roulette. Einsatz 100 Dollar. Max Einsatz 100 Dollar. Wir können Einsatz erhöhen. Geht leider nicht mehr. Oh, Gesamteinsatz. Wir machen direkt mal 100 Dollar. Komm, Freunde, wir zocken heute mal ein bisschen. Heute wird gezockt. Wir können das, glaube ich, gerade nicht sehen, weil die Facecam da ist. Aber ich würde sagen, wo machen wir das hin? Ich sage, Schwarz kommt 11. Heute ist der 11. April. Schwarz, ich habe am 11.11. Geburtstag. Also machen wir auf Schwarz 11, Alter. Wenn die 11 kommt, dann leck mir doch die Eier, Alter. Komm. Und? Babababab, die Zahlen drehen sich. Halt doch an, die Scheiße. Ey, willst du... 24? Verlierer minus 100 Dollar. Ja, super. Egal. Wir machen jetzt einfach mal alles auf Schwarz, Leute. Alles auf Schwarz, oder? Was sagt ihr? Zock mal hier ein bisschen. 1000 Dollar, 100 Dollar ist etwas wenig, Alter. Das ist jetzt nicht viel. Wir haben ja eigentlich 55.000. Komm, jetzt machen wir. Bei meinem Glück kommt jetzt die 0 oder es kommt rot. Mal gucken. Wir gucken. Also, ich hoffe, ihr wisst, wie Roulette funktioniert. Entweder es kommt schwarz, rot. Juhu, 28 schwarz, Alter. 100 Dollar wieder zurückgewonnen. So, und jetzt kommt meine Taktik, Alter. Jetzt kommt meine Taktik. Mal gucken, ob die was bringt. Wir machen nämlich 50 Dollar auf rot und 50 auf schwarz. Nee. Warte mal, man verringert den scheiß Einsatz. Machen wir Puffy hier, Puffy da und Puffy hier. Ne, 25 da, komm. Weil jetzt ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass jetzt schwarz nochmal kommt. Also machen wir mal so. Und jetzt kommt's, Leute. Jetzt machen wir noch auf die 20, Alter. Die 20, die wird kommen, Alter. Oder sollen wir auf eine Reihe machen? Wir machen die ersten 20. Ja, komm, machen das hier, komm. Da setzen wir nochmal drauf. Und guck jetzt, Freunde. So gewinnt der Ernie im Casino. Da wird ein bisschen abgeräumt. Da steht jetzt plus 100 Dollar, Alter. Let's leck mir den Sack. Guck mal jetzt, Leute. Ja, Gewinner 60 Dollar. Siehst du, ganz locker easy wieder 60 Dollar gewonnen. Ey, der Ernie macht hier richtig Business, Alter. Ich baller die gleich alle hier ab. Gibt's auch hier Dings, Mann? Ja, Mann, genau das wollte ich zocken. Ey, die Automaten sind alle belegt. Du wolltest mich verarschen, ey. Das ist richtig geil, Mann, Alter. Diese Dinger, wo dann die Zahlen kommen. Ja, Mann, Alter, das feier ich. Komm, gib mir was hier. 69, 9, 69, kein Gewinn. Geil, nochmal hier. Wir drehen nochmal den Automaten, 5 Dollar hier. Komm schon. Gib mir nochmal 3 in einer Reihe. Goldbaron, Fruchtzwerg, kein Gewinn. Ey, das kann nicht kommen. Alle guten Dinge sind 3. Jetzt nochmal hier. Jetzt kommt das ganze Glück raus. Kirsche. Kirsch. Ey, das ist doch voll der Abzocker hier. Komm, das letzte Mal nochmal hier. Danach gehen wir mal irgendwo anders rein. Guck mal, so rennt der Typ die ganze Zeit gegen mich. Verpiss dich mal. Ey, das ist doch so eine Scheiße, Leute, hier. Ey, dieser Casino, der zockt da einen richtig ab, Mann. Die wollen mich verarschen. Blackjack weiß nicht so genau, wie es geht. Aber wir können uns ja eventuell mal einen Drink an der Bar gönnen, oder? Ja, super. Willst du mich bedienen? Schluck auf. Ne, die will mich nicht bedienen einfach. Ja, es ist nicht so viel los momentan im Casino. Man kann, glaube ich, schon 3 Spiele machen. Einmal Blackjack. Ah, hier ist auch noch was. Was ist das denn? Videopoker. Ey, Poker kann ich überhaupt nicht, Freunde. Leider kann ich kein Poker spielen. Das ist einfach so. Ich kenne so viele Kollegen, die zocken immer Poker. Und ich kann das einfach noch nicht spielen. Es soll ja eigentlich ziemlich einfach sein, aber ja, ich bin nicht so der Pokerzocker. Und ich muss mir das aber irgendwann mal auf jeden Fall mal beibringen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die nächste Mission. Und ihr wolltet mal, dass ich mit diesem Ding da, mit dem Anzug auf die Straße gehe und die Leute mit dem Dildo verprügel. Das werde ich gleich auch mal machen. Aber erstmal machen wir jetzt die nächste Mission im Casino Raubüberfall bei Wuzi. Up away. Let's do this. Wuzi, Scoozy, Amuzi. Okay, we got the bikes and Wuzi taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Ach nein. Hey, don't look at me. Or me. CJ. Shit. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Thanks for that. Jetzt müssen wir auch noch wieder Flugzeug fliegen, Alter. Ich hasse Flugzeug fliegen. Manche von euch meinten, der eine Typ hier, dieser Mexikaner mit dem Bart, sieht aus wie Hitler. Haben ein paar Leute in die Kommentare geschrieben. Da muss ich erstmal kaputt lachen. Aber wenn man sich das nochmal anschaut, dann ist das wirklich so. Dann sieht er wirklich ein bisschen ähnlich. So, nächste Mission. Klau den Helikopter auf dem Treibstoffdepot des Militärs. Die Tore öffnen sich für Militärfahrzeuge. Ja, super. Das heißt, wir dürfen da keine Randale machen. Ja, okay. Wollen die nicht noch 120 Taxis hier hinschicken? Guck mal, ist ja wie New York hier.
Eieiei, nur Taxen hier am Start, ey. Egal, wir fahren jetzt erstmal zusammen hin zur nächsten Mission, bis gleich. Leute, da stand zwar drin, die Tore öffnen sich nur für Militärfahrzeuge, aber ich sag einfach, ich komme mit dem Taxi jemanden abholen. So. Ja, guck mal, jetzt öffne ich das Tor. Und jetzt leckt mir den Sack, verpisst euch! This is a restricted area. Eieiei, this is a restricted area, halt dein Maul, Alter. Wo ist denn der Flugzeug? Oha, die ballern auf mich. Ey, ohne Gnade, die ballern auf mich. Leute, wo ist der Helikopter? Ach du Scheiße, ey, der ist da oben. Ja, super, ich muss da irgendwie jetzt hochklettern, glaube ich. Jetzt einfach riskieren, Leute. Auf Rille, komm. Zieh durch, das ist doch eine Leiter, oder nicht? Das war doch... Willst du mich verarschen, Alter? Ich dachte, das wäre eine Leiter. Ja, super. Jetzt soll ich alle mit dem Dildo jetzt schlagen, oder was? Wo sind die denn? Wie komme ich da hoch? Sag mir, wie ich da hochkommen soll. Bitte sag mir das mal. Hä? Das muss doch eine Leiter da gewesen. Ey, verpiss dich, Mann. Okay, jetzt geht der Krieg hier los gegen die Militärleute. Eieiei, die haben auch noch richtig kranke Waffen, Leute. Ja. Okay. Leck meinen Sack, aber von unten bis oben. Und spuck ihn dann wieder aus. Ey, Digga, willst du mich ver... Ey, ich raste sie gleich aus, Mann! Guck mal, jetzt kommt meine Taktik, Leute. Ich lasse diesen Typen da jetzt wegfahren. Das ist ein Militärauto. Dann schnappe ich mir den, die Jungs sehen mich ja nicht, und dann fahre ich damit ganz locker easy rein. Da sollte ich das auch vorher machen müssen, aber der fährt wie ein Amokfahrer, hallo? So, mal chill mal. Chill doch mal, guck mal, der fährt, Mann, ist... Ey, Digga, chill doch mal. Bleib jetzt stehen. So. Wo ist der? Da ist er. So. Ey, doch nicht auf den. CJ, du Missgeburt. Warum zieht der immer auf die Falschen, Alter? Ey, der gibt mir so auf den Sack, dieses Zielen hier ist so eine Scheiße. Ja, super, guck mal, wie... Der Gas gibt mit seinem verfickten Militärauto. Bleib doch mal stehen, guck mal, der fährt, als ob der jetzt gerade in den Krieg ziehen würde. Komm her. Ey, ich bumm's den jetzt so auseinander, Alter. Ich will das Auto aber nicht kaputt machen, weil ich das ja selber fahren muss. Ja, super. Jetzt, guck mal, die Polizei, die macht nichts dagegen. Die lässt den einfach so fahren. Ey, Leute, Mann, ich raste gleich aus. Es kann ja nie eine Folge geben, wo man einmal Glück hat, Alter. Immer passiert irgendwas. Guck mal, jetzt ist er gleich schon wieder am Arsch der Welt. Kann ich alles zurückfahren. Guck mal, der Bulle. Okay, jetzt bumse ich dich, Alter. Ey, du scheiß Militärfahrt. Ich schwör's dir, den Typen, den werde ich so die Birne wegballern, wenn ich den da hole. Den werde ich so die Birne wegballern, Alter. Was macht der? Fährt der eine Runde um den Block oder was? Ey, jetzt habe ich auch noch so ein scheiß Motorrad, Alter. Genau jetzt habe ich so ein verdammtes Motorrad, Digga. Ey, du kleine Fotze, Alter. Ich schwöre es dir. Verreck. Ey. Ich schwöre es dir, Leute. Wir sehen uns gleich, wenn ich dieses scheiß Auto habe, ey. Super, Leute. Ich habe den Wagen verloren. Und jetzt gibt's keine Möglichkeit mehr, hier reinzukommen. Ey, warte mal, ich werde den jetzt abballern. Hier, ich komm her, mich schlag dich mit dem Dildo! Ey, der will mich verarschen, ne? Hä? Wie gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das, hä? Was guckst du so? Ich baller dem so die Birne weg, ey. Ich baller dem so die Birne weg. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Hä? Was ist das denn? Alles klar. Das ist Gitter aus Metall, oder was? Ey, die wollen mich verarschen. Ey, Leute. Ich schwöre es dir, die bringen mich langsam dazu, jetzt einen Jetpack zu holen und mit der hochzufliegen, Mann. Ich raste gleich aus. Ich habe diesen Militärwagen verloren. Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Das reicht mir, Alter. Ich hole mir jetzt einfach einen Jetpack und flieg da oben hin, Alter. Das leckt mir noch den Sack. Ey, ich will es aber eigentlich ohne Cheaten machen, aber das geht gerade einfach nicht. Ich habe keinen Bock, die Mission nochmal neu zu starten, Alter. Das ist voll der Abfuck, Mann. Solche Wichser, ey. Ich schwöre es dir, alles Missgeburten. CJ, alles gut? So, und jetzt kannst du Pisser mir da mal kreuzweise den Sack lecken, Alter. Arschloch. Können wir alle den Sack lutschen. Wie soll ich sonst hingekommen? Sag mir, wie ich sonst hingekommen... Ja klar, die ballern mit Bazooka auf mich. Ich glaube es nicht. Oha. Ey. Eieiei. Und jetzt packe ich mir den Helikopter, Alter. Können wir am Arsch lecken? Ist das deren Ernst, Mann? Als ob ich... Ey. Was? Ich dachte, ich soll das Ding hier klauen. Jetzt kann... Man hat zwei Kampfhubschrauber geschickt, um dich abzufangen. Nutze die Kanonenstellung, um sie zu zerstören. Was für eine Kanonenstellung? Was für ein... Ah, da unten ist die Kanonenstellung. Ja, super, wie komme ich da hin? Aquarille! Eieiei, mein Leben. Brauchen die Kanonen? Alter, die haben jetzt einfach Hubschrauber geholt. Egal, schau jetzt das Ding hier. Benutzt das! Nutzt das! Dreieck! Oh, nee. Warte, L1 zum Feuern. Ja. Okay, komm. Oh, ne, ich hasse diese Dinger, ne? Ey, diese Steuerung ist echt Katastrophe, Leute. Die ist echt Katastrophe. Ja, Mann, einer ist kaputt. Der zweite jetzt auch, komm. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Wie viel Schüsse schlucken die? So, du bist am Arsch. Und wo ist der andere? Da oben.
beim Arsch lecken, Alter. Wenn die mich in das Spiel mich verarschen will, dann verarsche ich das Spiel und cheate mir einfach einen Dings hier, einen Jetpack. Das war jetzt auch nicht so schlimm, Leute, weil, ja, ganz ehrlich, man, ihr hättet auch keinen Bock gehabt, das nochmal neu zu machen. Geh zum Heli und verdrück dich. Ja, ich hätte ihn auch Feuer klauen können. Guck mal, hier war einfach so eine scheiß Treppe, Alter. Ey, ich reg mich immer so auf. Ja, das macht mir Spaß, das Spiel. Aber es regt mich auch so verdammte Scheiße nochmal auf, Alter. Ich hoffe, jetzt wird alles hier gut gehen. Ey, ja, komisch, jetzt sind die Türen auf einmal offen. Gerade waren sie gesperrt. Ja, begib dich zum Depot und hebe den Bankwagen heraus. Benutze dazu die Winde des Helikopters und du leck meinen Sack. Jetzt muss ich ernsthaft den Wagen mit so einem Helikopter klauen. Ich hätte ihn einfach normal klauen können. Das ist nicht deren Ernst, Alter. Egal, ich pack mir jetzt den Wagen. Guck mal, jetzt auf Rille. Irgendwas passiert jetzt. Guck mal. Ja, Helikopter ist gleich kaputt. Wie soll ich das jetzt machen? Kannst du mir das mal sagen, Alter? Was ist das für eine dreckige Mission, Alter? Ich schwöre es dir, der Typ, der die Mission erfunden hat, soll verrecken, Mann. Verreckt. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Bring den Wankwagen zu den Flugzeugfriedshofs in der Wüste. In der Wüste. Mein Gott, mein Deutsch ist halt perfekt, Alter. Junge, Leute, bis gleich, ey. Ey, dieses Spiel, ne? Bei GTA 5 rege ich mich nicht mal so auf, aber San Andreas ist halt der Klassiker. Da sind noch so viele Bugs und Fehler. Glaub mir, wetten, klar, Alter, so ein scheiß Magnet hebt einfach so ein Bankding hinzu. Okay, ich muss höher fliegen. Nein. Oh mein Gott, das geht gleich kaputt. Ich muss höher fliegen, ey. Locker, das fällt mir gleich runter. Ich hätte den Wagen noch einfach klauen können, ey. Guck mal, das sind einfach Pyramiden. Sind wir jetzt in Ägypten oder was? Egal, wir sehen uns gleich wieder. Irgendwas wird noch passieren. Ey, Leute, Alter, ich bin locker jetzt 4-5 Minuten geflogen oder so. Das war einfach am Arsch der Welt. Guckt euch die Zeit vorhin an, guckt euch die Zeit jetzt an. Ja, ich lasse die Scheiße einfach hier, Mann. Muss ich das jetzt genau da reinlanden oder was? Es reicht doch, wenn es steht, dieses scheiß Auto. Ey, die wollen wirklich, dass ich das genau in die rote Markierung packe. Hier, habt ihr es? Ey, lass die Scheiße los! Ey, willst du mich verarschen, Mann? Ich schwöre es dir, dieses Spiel, ne? Warum steht da nirgendwo, drücke L3, um die Kacke da abzulassen? Ey, guckt euch das jetzt bitte an. Bitte. Kann ich einfach das Flugzeug landen? Alter, Leute, ey, das Spiel will mich heute wirklich... Guck mal, das steht jetzt. Das steht jetzt. Der Wagen steht doch. Ey. Also, gleich raste ich aus. Lass das doch jetzt bitte. Ey, muss der wirklich genau in diese Markierung rein? Muss der jetzt wirklich nach links? Warte, hier, ich zieh den Scheißwagen jetzt noch nach links. Hier. Und jetzt bleib stehen. Ey, die wollen mich... Ich schwöre es nicht, ich mach gleich alles kaputt. Das regt mich gerade so auf, ne? Das regt mich gerade so auf. Bitte, lass das fallen. Hebe den Bankwagen an. Warum? Ey, langsam rein. Ey, Leute, Mann. Das ist echt nicht wahr, Mann. Wer kommt auf solche scheiß Wichs-Missionen, Alter? Der Typ hat das bestimmt beim Wichsen gemacht, die Mission. Komm, nimm die Scheiße nochmal. Ey, ja, diese Steuerung, ne? Gleich ist der Helikopter kaputt, aber dann ist echt was los. Dann ist was los, ey. Dann wollt ihr bestimmt, dass ich nochmal spiele. Hier, ein Scheiß spiele ich dann nochmal. Nimm jetzt den scheiß Van. Ja. Das Ding ist gleich kaputt. Da kommt schon weißer Qualm raus, ja. Ey, Leute. Ich drehe gleich durch, ey. Nee. Nein. Ey, das ist doch... Ey, das ist echt... Mann, was soll... Mir fehlen die Worte. Nimm die Was ist das für eine Drecksmission, ey? Ich glaube es nicht. Warum? Boah, ey, das ist nicht wahr, ne? Ey, nimm jetzt. Bitte, nimm ihn. Nimm ihn in den Mund. Komm, warte. Bisschen nach vorne. Genau. Fallen lassen. Und jetzt. Ja, ey. Der lässt den wieder los. Also langsam ist echt vorbei. Nee, es reicht langsam, Leute. Ich schwöre es. Es reicht aber sowas von. Und wie es reicht, Mann. Ich zeige euch jetzt noch 30 Sekunden. Wenn ich das dann nicht schaffe, dann überspringe ich die Scheiße wieder. Ey, habe ich echt keinen Bock mehr, Mann. Guck mal jetzt, da. Schnapp ihn dir. Jetzt. Ja. Der lässt wieder los. Da steht die ganze... Ey. Willst du mich verarschen, Mann? Nimm jetzt die Kacke. Bitte, nimm. Nimm. Ey. Leute, Mann. Ich schwöre, was ist das? Was soll ich noch machen, Mann? Ich dreh gleich durch. Okay, warte, wir müssen jetzt einfach mal ruhig bleiben und konzentrieren. Bleib ruhig. Fahr ein bisschen hoch. Zieh das scheiß Seil hoch, genau. Jawohl, guck. Guck mal, und jetzt zieh das dahin, genau. Genau, stopp. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Alter, der muss wirklich genau in diesen roten Kreis. Ja, ey. Lande den Helikopter in der markierten Zone. Ja, für den Helikopter ist es natürlich...
200 Kilometer breit, der Scheißkreis. Da lande ich ja super drin. Da kann ich ja die Augen noch zumachen, ey. Ey, so eine Wix-Mission, Alter. Das gibt's nicht. Schmeiß das Kabel weg, ey. Mein hey, Gott, Alter. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. Alright, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Hey, Leute, Leute, ey. Was eine scheiß Drecksmission, ey. Das ist echt nicht wahr, Mann. Das ist echt nicht wahr, Mann, ey. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier abspeichern, Leute. Wir haben keine Mission mehr auf der Karte, außer diese scheiß Flugmission. Und die kann ich mir jetzt überhaupt nicht geben. Überhaupt nicht, Mann. Weil da müssen wir wieder fliegen. Das mache ich nicht. Ah, jetzt werden wir angerufen, okay. Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? Did you get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay. Just give me a call when you got it. Alright. Boah, guck mal, jetzt ist mir wieder eine super Idee eingefallen, Leute. Und zwar, ihr wolltet ja, dass ich schön mit dem Dildo die Leute auf der Straße verprügel, ne? Und wir brauchen ja noch diese Karte von dieser einen Nutte. Deshalb werden wir jetzt zu der Nutte fahren mit dem Anzug, werden wir sie erstmal befriedigen, kriegt sie wieder BBC, wie in der letzten Folge. Und dann, wenn sie uns nicht die Karte gibt, dann werde ich sie einfach erschlagen mit dem Dildo. Und dann haben wir die Karte und dann machen wir am nächsten Mal die Mission bei Woozy weiter. Ganz easy. Wir holen uns jetzt ein Flugzeug, fliegen dahin, dann sehen wir uns gleich wieder. Venom ist wieder am Start, Alter, mit dem S&M-Anzug und der Goldkette. Ey, ich feiere den Anzug, Mann. Den werden wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen benutzen. Ich finde den richtig geil. Stell dich mal vor, die Mission fängt an und CJ ist einfach mit diesem Anzug da. Alle Leute gucken den an während des Raubüberfalls. Das ist doch einfach richtig geil. Und zieh euch das mal rein, Mann, Alter. Jetzt gehen wir schön zu unserer Freundin und dann kriegt sie nochmal schön BBC. Und wenn sie da nicht die Karte gibt, dann wird sie höchstpersönlich mit dem Dildo erschlagen, Leute. Bis gleich. Und da sind wir auch schon direkt. Könnt ihr euch noch an dieses schöne pinke Auto erinnern? Oh, CJ. Der wird jetzt wieder einen rausholen, Alter. Ey, wo ist diese Markierung? Da war doch gerade diese Markierung. Das Spiel will mich heute komplett verarschen. Ey, da war wirklich, ich schwöre es euch. Ey, da war doch wirklich da gerade der rote Kreis. Wo ist der rote Kreis? Warum kann ich jetzt nicht mehr zu ihr hin? Ey, wollt ihr mir sagen jetzt, deine Freundin ist gerade nicht zu Hause. Versuche es später noch einmal. Ey. Das ist nicht wahr, Leute, ne? Egal, ich werde jetzt per Cheat, die wollen mich ficken, dann fick ich die, Alter. Dann werde ich jetzt einfach schön die Zeit vorspulen, bis sie wieder da ist. So, Cheat auf 21 Uhr, die Zeit festgefroren. Und jetzt ist sie doch bestimmt da, oder? Jawohl, sie ist da. Jetzt geht der perverse Kram los. Ja, Mann, ihr gefällt's, ich hab's gewusst. Boah, oh mein Gott, jetzt geht er wieder. Jetzt. Ja, ramm ihn rein, Junge. Ramm ihn rein. Bring sie zum Schreien, Alter. Der soll aus dem Mund wieder rauskommen, Alter. Mein Gott. Das ist die Stelle. Jawohl, genau so, Alter. Beglück sie mit dem Anzug, Alter. Du bist der Größte und du hast den Größten. Meine Güte, Alter, ey. Du bist der Größte. Fortschritte bei Miley. Oh. Ey, wo ist unser Anzug hin? Warum ist unser Anzug wieder weg? Ja, wir haben immer noch nicht die Karte bekommen, Leute. Aber warum ist unser Anzug weg, Mann? Ich wollte damit Leute auf die Straße schlagen. Ey, das ist... Dieses Spiel will mich heute sowas von verarschen, Mann. Ich kann das nicht glauben, Mann. Warum? Warum einfach? Wir gehen mit ihr jetzt einfach essen. Ich werde die einfach abballern, Alter. Ich spule jetzt die Zeit vor und ich werde die einfach abballern. Da musst du mir die Karte ja geben, als ob da irgendwas stehen würde. So, Leute, jetzt kommt sie raus, ne? Jetzt kommt sie raus. Gerade hat sie sich noch in den Arsch nehmen lassen. Hi, Kai. Such dir ein Lokal aus, das deiner Freundin gefallen könnte und bring sie hin. Ja, guck mal jetzt, wie ich sie hinbringen werde. Bleib stehen, du Nutte. Hier. Du hast deine Freundin schlecht behandelt. Euer Date ist zu Ende. Hier. Und jetzt gib mir die Karte. Siehst du? Ich hab die Karte. Hello? What is the holdup with that security pass, CJ? Man, it been a slight setback. What kind of setback? Well, more of an unfortunate accident. It's Millie. She dead. What the fuck? How? When? Well... We was hanging out and shit got fucked up. That's all I'm saying, man. Well, her pass will probably be in her house. You gotta break in and get it. Shit, you're right. Hey, I'ma call you when I get the card. Siehst du, hab ich doch gesagt. Ganz locker easy, Alter. Nach dem Motto, ich geh mit der jedes Mal essen, Alter. Und die kriegt dann immer schön Pimmel in den Arsch. Nee, nee, nee. Boah, was ist das denn für ein Panzer hier? Guck mal, volles Mannsweib. Ach du Scheiße, Alter. Oi, oi, oi. Das ist locker eine Schiemel, der hat da unten bestimmt was hängen, Alter, 100%. So, das ist ja schön in ihrer Wohnung einbrechen und die Karte eben holen, Leute. Mann, 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 ey.
Oha, Alter, diese Wohnung hier. Eieieiei, was ist das denn? Ja, Mann, du hast die Keycard für das Casino besorgt. Super. Alter, krank, was hat die für eine Wohnung? Stell mal vor, ihr würdet so leben. Einfach so ein Raum? Bah, wo geht die denn kacken, Alter? Geht da nicht mal eine Toilette hier? Oder ist das ist die Toilette hinter dem Bilderrahmen hier? Alter, diese Frau ist ja krank gewesen. Aber hier hat CJ die ausgepeitscht, Alter. Junge, Junge, ich will nicht wissen, was hier abging in diesem Raum, Alter. Es wurde da leider zensiert, Leute. Aber, ja, das will man machen, ey. Wir haben es jetzt geschafft, Leute. Perfekt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Also ich fand die auf jeden Fall, ja, okay. Aber wir hatten natürlich wieder Pech gehabt. Aber was will man machen, Leute? Am Ende hat CJ doch noch ihn reingesteckt. Und dann würde ich sagen, Leute, war es jetzt auch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch die Folge gefallen hat. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal schön abspeichern. Und dann sehen wir uns gleich, begleich. Dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Wir wieder selber 6000 Likes freuen. Checkt auf jeden Fall das GTA 5 Let's Play aus, was vorhin gekommen ist. Also wie gesagt, heute ist der GTA-Tag. Macht's gut, Leute. Seid die Besten. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Haut rein und ciao.